Heute möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zur Wunderpflanze Zucchini erzählen. Sie kennen vielleicht so die Zucchini, so kann man sie im Geschäft kaufen. Die Größe haben sie ungefähr ja, knapp eine Woche, nachdem sich die Blüte gezeigt hat und bestäubt ist. Ja, so sind sie sehr fein, etwas größer. Wenn man sie im Garten hat, die bekommen sie eigentlich in der Größe schon gar nicht mehr zu kaufen. Ich habe auch hier noch eine andere Farbe, die gelbe. Da können Sie sie einfach wachsen lassen, so lange wie Sie wollen. Die gelben sind etwas zarter, sind auch leichter zu schälen. Aber Sie können sich vorstellen, in der Größe können Sie einfach ganz toll schon ja, panierte Scheiben machen oder Sie können sie auch füllen mit Hackfleisch und Reis. Es geht sehr gut in der Größe. Und dann gibt es natürlich nochmal Dinge, dass man was übersieht in seinem Garten. Und dann kann es passieren, dass Sie so einen Eumel mal an Ihrer Zucchini haben. Aber denken Sie sich nichts dabei. Sie können den immer noch ernten. Sie müssen den aufschneiden, schälen und können den in kleine Stücke schneiden oder können ihn raspeln. Und dann gibt es ein super Rezept für die eingelegten Zucchini. Und da sind Sie dann vielleicht froh, wenn Sie so einen großen Zucchini auf einmal wegverarbeitet haben und können sich den ganzen Winter über dran freuen. Für mich ist die ideale Größe diese Größe. Ich finde, da hat sie eine gute Konsistenz, die Zucchini. Aber wie gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Auch mit sowas kann man noch was anfangen. Und die kleinen Baby-Zucchini würde ich eigentlich immer noch ein paar Tage länger hängen lassen, bis sie noch ein bisschen größer sind. Sie sehen Zucchini in drei Farben. Ist einfach eine ganz tolle, unproblematische Frucht, die nach den Eisheiligen ausgepflanzt werden kann und an der sie dann sehr lange Freude haben. Und auch wenn der erste Frost ist und Sie haben es geerntet, können Sie die ähnlich wie den Kürbis noch liegen lassen und wenn Sie mal Zeit haben, dann verarbeiten. Viel Spaß damit und Zucchini sind keine Plage, sondern Zucchini sind eine Bereicherung für unsere Küche.